Er muss hier irgendwo sein. Tritt ins Licht, es geht ganz schnell! Genau. Du hast recht, es geht sehr schnell. Für dich allerdings, mein Freund. So. Jetzt gehe ich gerade wieder zurück. Ich suche jetzt noch diese. Da war schon die Katze, die hatte ich ja schon angeschossen. Ja, genau. Die kugelt auch noch vor sich hin. Ich wollte eigentlich noch zu dem Waffendealer gehen. Hier wird jetzt Schild abschrauben. Ist da wohl ein Schalter drunter? Ja, das nehme ich mit. Sache. Er hat nichts gesagt, dass irgendwas passiert ist, ne? So, jetzt kann ich hier noch gut das Schloss knacken. Ich habe mir meine Pfeile schon wieder ganz schön alle gemacht. Halt. Und vorbei. Zack. Breitkopfpfeil, Wasserpfeil, na gut. Erstmal prinzipiell nichts Falsches. Ich würde es trotzdem erstmal hier auf F10 drücken. Die liegen alle tot hier schön in der Gegend rum. Verändert hier. Da war ich da eigentlich auch schon drin, oder? Die Götzen sind schon auf der Brücke. Ich werde in North Crest Manor wohl nicht viel Zeit haben, bevor sie dort fertig sind. Ich habe Zeit. Ich wollte mir erst noch ein paar neue Bögen und so kaufen, also Pfeile kaufen, bevor ich hier. Die Nebenquests zu Ende bringen. Ja, also, und dann habe ich schon diese ganzen Idioten alle hier. Das ist. So, jetzt. Komm. Hallo, was ist denn los? Ich drücke hier wie ein blöder W. Es geht nicht weiter. Sei mal ehrlich. Was soll denn dieser Unsinn hier? Wir sind schon auf der Brücke, das interessiert mich nicht. Noch diese Kerzen hier, die jetzt plötzlich aufgetaucht sind. Aha. Hier wäre es wahrscheinlich auch noch reingegangen. Also wie es aussieht. Da geht es ja noch irgendwo anders hin. Lass mich raten, ich komme jetzt zu diesem Seil, oder? Nein, wo bin ich denn jetzt? Hier ist ein Waffenhändler. Das ist natürlich. Geh nachsehen. Das ist natürlich super, den jetzt hier anzutreffen. Kaufen. Ah, der hat leider nicht viel im Bestand, aber egal. Kaufen. Feuerpfeil. Werden wir wieder ein paar. Sonst wäre es nicht ziemlich teuer. Wenn ich jetzt wirklich diese Kerzen damit anzünde, dann. Wie viel Wasserpfeile ist egal. Erstickungspfeile überhaupt nicht. Stumpfer Pfeil, da muss ich unbedingt mit der. Ist ganz schön verbummelt. Mehr hat er nicht, okay.
Ach Quatsch, Seilpfeil war das. Ich blöd mein Hö. Naja, gut, was soll's. Hab ich mich vertan. Das war ja gar nicht Mohn. Na, alles zurück. Macht euch fort. Anders überlegt. Macht euch fort. Ist der dumm? Ich kaufe dem hier die halbe Wutte leer und der jault hier rum. Das sind ja wieder sehr schöne Leute. Kein Umtausch. Wie soll ich ihm einen Pfeil in die Birne nageln? Man ahnt es schon. Ist doch jetzt hier unten, oder was? Jetzt wohl nicht weiter. Na klar. So ein Spaß. Da bin ich wieder hier. Mein im Revier. Tja. Da geht's nirgendwo weiter hoch, drüber und rum. Jetzt sind wir vor uns reingekommen. Alles klar. Ich hab Zeit, also gut, wie gesagt, die Wachen tauchen wahrscheinlich wieder alle auf, aber meine Güte. Da sind wir hochgegangen. Hier waren ja eigentlich keine. Level-Übergang, okay. Ich frage mich nur, wenn die da wieder alle zu diesen Monstern geworden sind, was dann passiert. Ach, hier ist ja alles, na. Dann sind wir drüben auf dem Markt. Charge. Büro Ratsbach. Er steht da sogar noch da. Na gut. Rein, raus, raus, rein. Es ist... So, ich wollte jetzt aber eigentlich springen wir runter, ja. Hat er überlebt? Hat er aber. Super, diese Kerzen ist jetzt so eine Sache. Was haben die zu bitte für eine Bewandtnis? Und auch irgendwelche hinten. Da liegen auch die tot rum, jawohl. Zu irgendeinem Anfangslevel, da will ich nicht hin. Nee, das war glaube ich bei irgendeinem Levelübergang, ne? Habe ich das. Ah, hier ist noch eine Quest, oder? Das ist eine Leiter, die leuchtet. Ach, da! Da ist auch eine Kerze. Also ich bin mir eigentlich 100% sicher, die vorher nie hier gesehen zu haben. Feuerpfeil ist die 4. Trauer. Tod, Verzweiflung, Trauer. Das ist jetzt auch mal hier irgendwie eine... Möchtest du in das Viertel gehen? Ja, ja, ich möchte da mal reingehen. Ich hab Zeit. Ich mache jetzt erstmal die Nebenquest zu Ende und dann sehen wir weiter. Ist nur schade, ich weiß gar nicht, wann der, wann die anderen Questgeber ihre Quest geben wollen. Hm. Ja, natürlich. Macht er mir immer die Karte zu, dieser.
So nervig. Ich fühle mich nicht besonders. Das hört sich auch nicht gut an. Das ist eine Fackel. Hier komme ich hoch. Ah ja, ich entziehe mich. Das war für... Genau, für ein paar Kreuzwege. Hier müsste ich eigentlich auch schon durch sein mit... Mit Looten, oder? Na doch. Ich wollte mich jetzt gerade wundern, aber doch, hier war ich. Jetzt knacke ich diesen Tricks leeren Tresor. Ja. Und er ist leer. Tada. Schön. Na gut, aber da drüben. Da ist unser Quest. Ups. Ich sollte mich mal reichen. Wie bitte? Da ist auch noch der Gefolgt-Quest. Seilfeil. Ja. Jede Nacht derselbe Albtraum. Ja, selbe Albtraum. Hier waren wir auch schon drin. So, Seil kriege ich nicht. Kriege ich das nicht hier? Doch. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ist das hier? Fleischliebhaber. Das habe ich da schon gemacht, oder? Fleischliebhaber ist da eigentlich ein alter Kundenauftrag, der schon durch ist. Ey Leute, warum kann man solche Drecksquests nicht rausnehmen, wenn die erledigt sind? Und stiehl den Teleskopmechanismus. Was ist denn das? Was Scuttlebutt, Scuttlebutt sagt, Ilian im Port hätte ein schickes neues Teleskop, mit dem das Ausspähen von Piraten so einfach ist wie das Pissen auf Weinbrot. Meine Schmuggler wollen es natürlich haben, um der Wache zu entgehen. Stiehl es, damit die Mistkerle für ihre Schwarzsteuer richtig arbeiten müssen. Das ist ja putzig. Ich wähle dieses Ziel mal aus, weil es ist am nächsten dran eigentlich. Scheiße. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Da hat sich diese alten Missionen hier einfach stehen lassen. Ist ja putzig. So. Scheiße, das dürfen die Idioten mich wieder nicht mitkriegen. Dann gibt es gleich wieder Mecker vom Eckert. Das ist nicht da drüben irgendwo. Ja. Ach nee, hier geht's auch nicht weiter. Schade. Das ist leider eine Sackgasse. Ich dachte, ich kann die jetzt ein bisschen umgehen, die Jungs, aber leider. Das wird nicht ganz ohne weiteres gehen, die Leute zu umgehen. Hier lang. Oh yeah. Der verrückt fast. Speichern und. Jetzt haben wir gerade ein bisschen erschreckt, den Gutsten. Ich gehe mal hier lang. Nach derselbe Albtraum. Ah, hier sind wir also. Alles klar. Ja, hier bin ich schon ein paar Mal lang geturnt. So langsam runterspringen. Ach, das nervt.
hochklettern. So, und eigentlich könnte er doch hier. Nee. Schön. Ich dachte, geht's durch, aber nein. Falsch gedacht. Dann geht's hier weiter. Und da wartet doch schon Schloss Knacken. Da war ich doch bestimmt auch schon drinne. Hochgehen, ich gehe jetzt hier hoch. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, da schon gewesen zu sein. Also jetzt hinein. Ja, hier aneben, das ist so nervig. Na, jetzt. Oh. Vermutlich der Bankier. Vielleicht kann er helfen. Jede Nacht der ist eine nette Falle. Die Tür ist damit auch gesichert. Geht raus. Der Abschaltmechanismus ist nicht zu sehen. Dreck. Wenn ich jetzt die Tür anfasse, könnte sein, dass irgendwas passiert. Ich muss wieder hier mal unten gucken oder irgendwo draußen gucken, ob wir irgendwo den Abschaltmechanismus sehen. Jede Nacht derselbe Albtraum. Wo soll denn der hier bitte sein? Ja, ja. Haben Sie mich gerade gesehen, die Jungs? Das ist jetzt aber putzig. Wo soll denn hier bitte der Abschaltpunkt sein? Ist hier irgendwas zum Drücken? Also leuchtet da was aus durch. Ach, das ist doch schon eine Scheiße, Leute. Ich hab keine Ahnung. Jetzt muss ich hier rein und rausrennen und wenn ich Pech habe, dann bin ich gleich tot. So, ich speichere lieber mal. Huch. Glück gehabt, oder? Geht hier rein. Halten. Wieso kann der bitte hilfreich sein? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Geld. Gerne. Bringt uns nur noch Kohle. Das ist das Einzige, was wahrscheinlich wirklich hilfreich ist. Ah, verdammt. So, nun. Geht das lang? Na. So, jetzt liegt der drauf und ich kann hier nichts machen. Das ist ein Seil, okay. So, ich habe ihn jetzt hier auf diesen Auslöser geballert, aber Türen nicht gelockt, okay. Alles klar, ich muss die irgendwie von außen aufmachen, aber wozu brauche ich das noch? Eigentlich nicht. Ne, hier ist auch nur noch eine andere Tür, alles klar. Da! Ah, da geht die Tür auf und zu. Jetzt habe ich es erst gesehen. Das ist eine Geheimtür, alles klar. Na da. So sieht das aus. Ah ja. Okay. Nichts. Verdammt. Auch wieder nichts. Was sind denn das so für Bankiers hier in der Stadt? Die haben nie Geld. Goldenen Füller. Da muss man immer noch was mitbringen. Hier geht die Alarmleitung. Dann schlafe ich heute Nacht. Blöd, oder? Zack. Ja, damit haben wir jetzt die Tür zwar. So hungrig.
müsste jetzt eigentlich aufzumachen gehen. Genau, Schlussknopf. Oh, scheiße, diese Sicht ist so scheiße. Nicht. Ich finde, die bringt eigentlich gar nichts, diese Sicht mit dem so mit Fokus. Soll ich anspringen? Huch, ich würde das Seil anspringen. Das ist so. Das ist wirklich nicht schön, dass man hier Doppelfunktionen hat. Seil zweimal, also Späß für zwei Funktionen ist einfach blöd, ne? Das ist. Greift er ja immer vorbei. Also, Wasserpfeil, Breitkopfpfeil und noch irgendwas. Ach, das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Das ist tatsächlich alles gewesen. Meine, das war ja. Doch, hier ist noch eine Schublade. Das muss der Mechanismus sein. Illyrian Imports, hä? Hübsch. Es weiß sowieso keiner, wo Illyria liegt. So, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich habe irgendwas einen Fehler gemacht. Und abspringen. Und da hätten wir eigentlich nur noch eine Mission offen. Lieben Besso. Und wenn wir die erledigt haben, na dann ist das ja alles gut. Ich frage mich noch, was diese Kerzen hier zu bedeuten haben, die immer an irgendwelchen Ecken rumstehen, die vorher nie da waren. Ich hoffe, ich kriege da mal irgendwann noch einen Hinweis. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Zack, das ist... Stiehl die Dokumente der Weitschseil. Details, was ist das? Wir haben eine hochstehende Klientin. Sie trägt Zeit und zahlt in Münzen. Das volle Programm. Sie will die Papiere der Weitschseil-Gesellschaft einschließlich der aktuellen Handelswege. Sie sollte kein Problem für dich sein. Verfolgen. Ich weiß es nicht. So, ja, so weit scheint es auch noch nicht zu sein. Hier laufen da diese Idioten alle rum, das ist... Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ich weiß nicht, ob die Stress machen. Der auf jeden Fall. Ich würde eigentlich mal gucken, ob ich an das Seil komme. Hier noch irgendwas. Ich glaube, ich auch schon. Hier ist ein Knopf. Tja, irgendwas haben wir gemacht. Aber was ist jetzt die Frage? Da, ach, eine Deckenluke ist hier offen. Klettern. Ach, komm. Klettern und klettern. Verdammt, hier war ich zwar schon mal, habe das aber noch nicht entdeckt gehabt. Verdammt. Ah, ein schöner Schminkspiegel. Ohrringe. Noch irgendwas von Bedeutung hier. Die Tür ist sogar auch zum Aufmachen. Okay. Nichts. So. Den Schrank kann ich noch looten, bevor ich ihn ganz vergesse. Hier ist noch eine Hand, die irgendwie was anzeigt, dass da was Wertvolles sein könnte. Oder auch nicht. So. Bücher sagen keinen Mechanismus. Na dann, Schloss knacken bitte. Ich hätte auch vorher mal durchgucken können, was sich dahinter überhaupt befindet. Na egal. Dafür gucken wir jetzt mal rein. Ist ja irgendwas zu sehen? Nein. Ist ja auch so. Unnützeste. Durchgucken. Ah, eine Droge. Scheint auch nicht verfeilt zu sein. Oh, wieder mal so ein. Das nehme ich. Fleischwieber on life.
fehlt mir doch tatsächlich nur noch ein einziges. Das habe ich ja alle durch. Das ist ja begeisternd. Ja, komm. Leer springen. Sichern wir mal lieber. Gut, dass wir geguckt haben. Huch. Bei Rocks Zähnen. Hier war ich auch noch nicht drin. Güte, wie schlecht bin ich denn in die, die anderen Missionen angegangen? Ich dachte, ich war hier schon mal überall. Na, anscheinend. Aber hier, das ist doch eindeutig eine Luke. Sicher hier schon mal drin gewesen zu sein. Oder haben wir wieder diese Schlossknacken? Wir werden sehen, gleich wieder in den leeren Tresor geknackt. Wer denn das Spiel wieder immer zurücksetzt und zumacht. Natürlich. Bild. Hier ist noch irgendwo ein Schalter. Da geht hier, glaube ich, die Luke. Da geht da irgendwas auf. Ja, hier war ich doch schon, oder? Ja. Da ist der Schalter. Geht diese Luke auf? Nein, genau. Und diesmal liegt da nichts. Blödsinn. Das. Die Kiste ist... Die ist schon geöffnet. Ja, spätestens jetzt. Genau, hier waren doch diese Hunde. Dieser ganze Mist. Okay. Dreck. Den hier unten K.O. schlagen kann und mitkriegt. Was war das? Hier unten ist jemand! Eindringling! Bin gar nicht da, Leute. Wenn du denkst, in den Schatten bist du sicher. Ach, scheiße, darüber hätte ich überspringen sollen. Verdammt. Wie blöd. Abspringen. Jawohl. Na dann. Lassen wir die Jungs hier draußen mit ihren Hundis alleine. Definitiv noch nicht drin. Erstmal keine Fallen. Da ist ein Seilfeil-Anschusspunkt. Ich wollte, dass du es aufmachst. Lehnt er sich an dem Schrank an? Ich glaub's nicht. Das ist. Naja. Das ist wirklich blöd, finde ich, mit dem. Extrem Doppelbelegung der Tasten. Ja, da haben wir die Notizen. Der werden wir gleich mal einloten sind. Den goldenen Füller, ne? Das hat sich doch schon halb gelohnt. Also ansonsten. Der sagt immer noch, ich soll rausgehen. Ne? Gucken wir doch mal Sammlerstück. Ach, das ist hier diese Windung des Todes. Ja. Uninteressant. Ich nehme das Zeug wirklich bloß mit, wenn es da liegt und suche jetzt nicht gezielt danach, weil, naja. Was haben wir denn hier? Notizen des Captains der White Sail. Winter 841. Astrovisches Festland. Rückenwind, ruhige See. Naja, ich weiß nicht, ob das ist. Scheint wirklich nicht relevant zu sein. Ein Teil unserer Fracht hat bei der Fahrt durch die Untiefen Schaden genommen. Haben sie über Bord geworfen. Für die Meerjungfrauen. Frühling Illyria. Okay, alles klar. Was nach Katz-und-Maus-Spiel mit Marinefregatte 2 Wochen zu spät zum Anlegeplatz gekommen. Fracht bringt immer noch guten Preis für Mondeinkauf. Verlassehafen mit 2 Fuß mehr Tiefgang. Sommer 824. Die Stadt halt 842 so rum. Verschlossener als die Muschelschale. Hälfte der Monatserlöse geht für die Sondergenehmigung zum Befahren des großen Flusses drauf. Nehme Fracht bei Lehmhütte von den Stadtmauern auf. Das ist ja wirklich nicht wirklich. Der Hafen stinkt nach Öl und Schwarzpulver. Die stellen jetzt schon seit 3 Jahren eine Armee auf. Die Untergilde zahlt einen guten Preis für die Fracht, wie immer.
Blackbrook. Ich weiß gar nicht, ob das bei den alten Keys vorgekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Bilderrahmen des Todes sozusagen. Ich muss mich erstmal anders hinhocken. Ja, da blinkt's, das ist gut. Gold. Ohrringe. Das ist eine Schere, die da Schneider ist, oder? Irgendwo muss man hier was aktivieren. Ach, da ist doch der Zugang nur mit Seilpfeil zu erreichen. Das ist klar. Deswegen ist hier so. Was ist denn hier? Eine goldene Flasche. Die besten Umgehungen der Abregelung, die es für ein Bestechungsgeld gibt. Die Quarantäne lohnt sich für die Verwaltung des Barons. Zang, und da haben wir doch tatsächlich diese Quest auch noch hinter uns. Ich bin begeistert. Ich dachte eigentlich, hier oben eine Luke gesehen zu haben. Nee, das war dann wohl Einbildung meinerseits. Mehr gibt's hier leider nicht. Schade. So. Stadt. Achso, jetzt muss ich erstmal wieder in die Karte gucken. Tja, wir könnten hier hinten zu dieser Hafenkneipe, ich vergesse eh den Namen. Raus mit dir, Alter. Minispiele, ich hasse sie. Das ist hier so überflüssig. So, da jetzt rüberspringen, wenn wir da, nein. Zu einfach. Bisschen durch. Was blieb das hier? Ich dachte, ich war ja eigentlich schon drinne gewesen. Das dachte ich auch noch. Oder ich habe dann neu geladen. Das kann auch sein. Oder irgendwas ist passiert. Es leuchtet hier rot. Nicht zur Bedeutung. So. Kann die Hunde auch erschießen, aber das ist eigentlich das. Das tut mir dann doch mal ein bisschen leid. Ich bin so hungrig. Das geht mir auf den Sack, das ist nicht immer so ist. Ja, das war nicht gut. Man muss ihn halt immer am Kopf oder Hals treffen, dann ist das eigentlich das Beste, was man so hier hinkriegt. Das war die beste Camp seit langem. Schön durch den Kopf gegangen. Und nichts bewirkt. Ja, ja. Jetzt kann rumbellen, der Hund. Es juckt aber keinen mehr. Ich wollte in Ruhe noch mal rumgucken, ob hier noch irgendwo was ist. Nein. Gut. 15.
Weiß nicht, warum sich immer drei. So, ich muss jetzt. Achso, ich wollte jetzt eigentlich hier runter zu dieser Tavernenbar gehen. Haben mich aber schon wieder verfranst, oder? Oh. Gold. Hier komme ich ja gar nicht. Wahrscheinlich da oben lang. Ist auch noch Gold? Sag mal. Hat das wieder jemand hingelegt? Seine Reifen. So, nee, da kommt man nicht. War ich eigentlich schon mal jemals hier drin? Ich weiß es nicht. Mal schnell gucken. Weil hier wäre ja in dem Bereich, nicht in dem Bereich, eigentlich da unten, wäre ja eigentlich eher hier Vittori, der uns auch nochmal noch ein paar Aufträge gibt. Und der Waffenhändler, ich habe ja schon wieder ein bisschen was verblautzt. Ich voll Idiot. Naja, das ist aber ein Levelübergang. Wir warten ab. Wenn nicht, gehe ich gleich wieder zurück. Freue mich, weil ich wieder falsch gelaufen bin. Hier schon mal. Nein. Ich lasse jetzt die Schrankentüren offen, damit ich weiß, dass ich hier schon mal gewesen bin. Das ist ja echt furchtbar. So, achso, da oben springt man jetzt runter. Die Tür ist aufgemalt. Nö, 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 nö. Scheint nichts zu sein. Also abwärts. Ist der Hafen, alles klar. Da kommt schon der nächste Idiot, der hier Stress sucht. Ich und fühle genau mich nicht findet. Besonders. Ja. Ja, die Ahnung hat ihn nicht getrogen, würde ich sagen. Er fühlt sich nicht besonders. Hier liegt jemand! Das erste Opfer dieses Feiglings! Also nicht, Garrett. Heute werden die Straßen sich rot färben! Das würde ich positiv sehen. Ja. So gut, das mitgekriegt, ja. Wenn die wenigstens ein bisschen Gold mit drin hätten, dass ich meine Pfeilkosten wieder amortisieren, aber nein. So. Ich glaube, da war ich auch schon drin. Secret Sound. Ich finde es schade, dass man die nicht da reinschmeißen kann. Aber naja, man kann nicht alles haben. Leider auch die Pfeile nicht rausziehen aus dem Kopf. Das hat er sich ja noch wehgetan. So, ja, wie dem auch sei. Ich würde es eigentlich ganz gerne hier. Geht es, glaube ich, zu diesem. Bordell. Eigentlich müsste es doch dann auch hier irgendwann sein. Hoch. Hey, ist da gerade so? Nein. Laufe ich gerade wieder irgendeinem Deppen in die Arme. Das ist so nervig. Da steht er immer noch. Ich friere. Ich kann doch nicht diesen Idioten immer allen meine teuren Pfeile in den Kopf spicken. Ja. So, und da drüben müsste jetzt eigentlich. Da müsste eigentlich diese Hafenkneipe sein. Ja, genau. Da ist immer noch dieser Überfahrpunkt markiert. Das ist ja putzig.
So. Also sprich vom vorhergehenden Level ist das ja. Wieso kann der nicht einfach hier auf diese Tracks? Von hier aus kommt er nie drauf, ne? Auf diesen runterspringen. Kann er hier rüberspringen? Ne, macht auch nicht. Von da kommt man wie dran, hier nicht. Ah, ja. Nehmen wir diesen Weg. Tja, ich werde ja versucht auf diesen Balken da zu springen, sonst guckt er da so blöd. Der hat sogar eine Goldtasche da eine, sehe ich gerade. 6 Pfeile, 11 solche. Ich werde ihm zeigen, wie wir das in Shoals Gate regeln. So, war da das? Na gut. Heute kann man nur noch mit einem Messinghammer auf die Straße. So, ne, dann ich springe jetzt hier mal runter. Und bedreht das Etablissement und dann hinein, ja, das Sirenen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Typi dann wieder sagt, er hat keinen Auftrag für uns. Gibt's hier noch irgendwas? Schade ist es schon, dass man hier an der Bar nichts mehr machen kann. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Genau, das hatte er nämlich. Ich kann mir immer nicht diese Dingens. 10.000 Gold, wo soll ich die bitte kriegen? Ja, also das ist mir echt. Schaden. Es ist. Weiß nicht. Ich will nicht verkaufen, ich will kaufen, und zwar so viel als mögliche Pfeile. Zack, der ist 13 Pfeile. So ein Seilpfeil habe ich noch 11, das sieht gut aus. Stumpfer Pfeil ist voll, Leuchtbombe auch. Mohn, gekauft. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, weiß ich. Hier in der sinkenden Sirene. So, und hier steht auch unser dicker Freund, den wir mal fragen können. Kommt! Nicht so schüchtern! Und damit kommen wir zum letzten. Ein großer Verlust für den Jahrmarkt. Und für mich. Bestimmt ein tolles Exponat. Was ist das? Nicht bloß ein Exponat, Herr Dieb. Meine Isabella. Süße, feurige Isabella. Blickfang und Besitzerin meines Herzens. Ich mache keine Rettungen. Ihr müsst! Sie ist in großen Schwierigkeiten. Sie wollte in der Stadt die Exponate suchen und wurde von der Wache wegen verdächtigen Verhaltens verhaftet und in der Wachstation eingesperrt. Holt sie bitte raus und bringt sie zu mir. Super, Rettungsmission ist ja wirklich. Vittori ist verzweifelt, ob des Verlustes seiner geliebten Isabella, die Was beim Herumwandern wegen Straßenstreicherei verhaftet wurde. Nun ist sie in der Wachstation eingesperrt, es brennt die nicht und muss schnellstmöglich befreit werden. Möchtest du? Ja, wir nehmen den mal an. Oh, euer Edelmut lässt Männer weinen, Sir. Man wird gewisslich Geschichten über euch erzählen, Sira. Isabella leidet in der Wachstation, Herr Dieb. Während mein Herz schmerzt und meine Börse dahinwelkt. Begib dich zur Wachstation. Na gut.
Ich wollte es ja haben, ne? Das, so ist das. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Ach, Schnauze. Aber war ich nicht erst gerade bei der Dreckswachstation? Ich muss wieder an allen vorbei. Ich schieße auch immer gern die Leute hier ab, das gebe ich zu. Das ist, man könnte immer locker dran vorbeischleichen, aber ich habe so ein Faible, irgendwie mit Pfeil und Bogen dann hier drauf zu gersten und dann ist Ruhe. So, achso, das ist noch außerhalb dieser Karte. Ich gehe fest. Nein, diese Mission mache ich nicht nochmal in der Heilanstalt. Oh, der Fackelmann. Mein Nacken schmerzt. Da habe ich hier was. Nacken gegen Nackenschmerzen. Ich immer zuvorkommend bleiben. Ne? Ich wollte den Typen echt nehmen. Ja, ach Scheiße, jedes Mal. Es klappt aber jedes Mal immer wieder, dich den hier geschickt weggedreht zu bekommen und dann geht das nicht. Jawohl, endlich mal wieder einer ins Wasser. Das ist auch schade. Also beim alten Tief ging das wirklich noch. Dann konnte man die gut verbergen, indem man sie bewusstlos ins Wasser geschmissen hat. Da waren immer die heimtückischen Worte. Die waren immer meine besonderen Favoriten, aber leider man hört nicht mal mehr das Wasser blumsen. Naja. Ist vom Spieldesign wohl nicht mehr so vorgesehen. Ich gehe mal hier lang. Ich sollte mal wieder ein bisschen. Ne? Die Nacht dauert ewig. Die haben, glaube ich, auch Stress gemacht. Entweder sind diese Kerzen nur in dem. Hier kommt natürlich gerade wieder ein angerannt. Überall Ratten. Ja. Ich gehe mich mal ein Seil hoch verstecken. So, ja. Ich muss jetzt nach da drüben. Ich kann hier ein bisschen. Ah, da kann man nicht wirklich gut abkürzen, fällt mir gerade ein. Denn da hinten ging es dann, glaube ich, nicht mehr weiter. Ja. Nicht runterspringen. Springt leider auch nicht rüber. Dem verpasse ich einen Schnitt so breit wie sein großes Maul. Du musst von mir reden. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Shh, nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Ja, nette Bürger hier, oder? Tja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier noch richtig ist. Ich glaube nicht. Ich guck mal hier durch jetzt wieder. Abkürzen kann. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ach, nimm Mohn aus deinem Inventar zu dir. Ich war schon. Da geht's raus, okay. Sind wir nämlich wieder hier, glaube ich. Wo dieser Armbrusttyp wieder Streife geht. So.
Details ansehen. Das sind die Hauptquest? Nee, wahrscheinlich die Nebenquest. Klettern. So, hier stehen aber diese beiden Dübis rum. Mal gucken, die werden es vielleicht gleich locker erschrecken. Nein, jetzt kommen die anderen rum. Gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenmaus leisten. Ist natürlich genau. Klappe. Ich weiß gar nicht. Hier geht's doch dann. So, mal ein bisschen die Leute umgehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Böcke. Ich habe meine ganzen Pfeile an der Wand. In diese Spacken zu pumpen. So. E gedrückt und ab nach Stone Market. Ja, mal gucken, wie weit ich heute überhaupt noch spiele heute, ja. Ja, in Schränken kann man sich verstecken, wunderbar. So, hier haben wir den Massaker vor uns. Das Wetter schon. Natürlich leben die wieder alle. Wie sie es gehört. Das weiß ich gar nicht, da drüben kommt die Stadt bloß wieder bei den Waffenknödel raus. Wobei, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Nicht springen, ja. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Das Wetter schlägt um. So, jetzt gucke ich doch mal schnell hier rein. Jetzt müssen wir endlich mal die. Ich sehe schon, tatsächlich die Nebenquest hier. Na? Wachstation. Darum an allen Dingen hier. Wachstation, da wo es brennt, wo wir schon waren. Naja, steckt man halt nie drinne. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ruckeln muss. Warum ruckeln die Leute eigentlich? Das verstehe ich nicht. Ich muss mehr schlafen. So hungrig. Was? Schleicht hier jemand herum? Dein Magen spielt dir was vor. Ich schätze, da war nichts. Ein Glück. So eine Menge habe ich seit dem Bärengarten nicht mehr gesehen. Ich mag Tierkämpfe nicht. Zu viele Menschen. Aber wenn die Götzen wirklich ein Heilmittel für die Schwermut haben, würde ich alles damit. So, haben uns mal hier schnell vorbeigeschlichen. Dass der mal klettert, ist manchmal so nervig. Tada, und das ist wieder die Wachstation.
Ist ja nicht so, dass wir nicht eben gerade vor einer halben Stunde hier waren. Harte Zeiten. Jedes Mal das Schloss knacken, ey, das ist wirklich so furchtbar, ja. Ich habe das eigentlich auch schon geknackt. Ich meine, die Alarmanlage, dass die draußen ist, das hat er sich gemerkt. Ja. Aber dass das Schloss geknackt war, das hat er sich nicht gemerkt. Das ist so ätzend. Ach, ich hab keine Böcke. Ich gehe jetzt vor mir rum, das ist mir echt zu blöd hier. Ehrlich, so ein Scheiß hier. Das war der Weg da oben lang. Nichts. Da oben die Idioten. Tja, da haben wir vorhin schon davor gestanden, kam nicht rein, jetzt sind wir hier richtig. Ja, jetzt was hier los ist. Speichere, bitte warten. Ich speichere da sowieso. Ziel auf den Kopf, wenn du Gegenstände auf Feinde ohne Helm wirfst. Na, das haben wir auch schon festgestellt. Schon die Flasche auf die Rübe gekracht ist gut. Ups. Ich weiß, ob es die überhaupt überlebt hat. Ach, da oben geht's lang, alles klar. Ich guck jetzt mal schnell, fokus ich da. Nein, das ist nichts. Ketchup an der Wand. Kann er hier klettern, Herr Garrett? Nein. Schade. Ganz schönes Massaker hier. Also, was haben wir denn hier? Eine Kleinigkeit für mich. Noch eine Kleinigkeit für mich und ein Geschenk für die Frau in der Zelle. Die Verbrecher führen die Station. Und alles ist wie vorher. Ich muss die Zelle trotzdem aufschließen. Überall rein. Ja, wir haben das in Gold. 3 Gold. Und dafür brauchte der 3 Brieftaschen. Ne? Also, ich schau nicht. Jui, puff, bin gebrochen.
Ja, das ist schade, wenn ich den nicht knacke. Ich habe übrigens gesehen, ich habe den einen Tresor in dieser Heilanstalt vergessen zu knacken. Ich habe den Code nicht gekommen. Naja, was ist das wohl? Das so ist eine Bürgschaft, okay. Naja, gut. Ich glaube, alles leer, leer, leer und leer und leer. Da ist schon ausgelühmte Zeit. Hier ist noch der, ja. Da ist die Katze. Der ist tot. Meine Schwester, na. Da ist ein Toter. Oh, ja.